Hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Falkenstein bei der Gilde des Wissens. Herr Kapellmeister, ein Lied weiter bitte. Dankeschön. So, machen wir weiter da, wo wir aufgehört haben. Wir sind immer noch zu dritt, was gut ist. Manchmal gedacht, vielleicht so ein Boden könnte man ja mal machen. Ja, die anderen wären alle, oder den hier. Akazienboden. Naja, nee. Gehen wir erstmal weiter, ne? Jetzt gehen wir wieder hin zum Turm der, oder zum Hafenmeisterei. Wachturm, Gebäude, was auch immer. Und da gucken wir mal. Die entscheidende Frage, die jetzt kommt, ist, wir haben unten hellgrau, ja, also wir haben ganz unten das Steinfundament, die Füße, die Stütze quasi. Und darüber haben wir dann halt mit weiß begonnen. Und was machen wir ganz oben? Wir könnten mit rot arbeiten, rote Keramik, so wie bei der Wollstube. Dass da ganz so ein rotes Ding draufkommt, würde sich halt schon... Ja... Würde halt schon sehr präsent sein, ne? Aber schön verziert ist es bestimmt dann sehr, sehr hübsch. Ich glaube, ich mache das mit Rot. Ja, mit Rot gefällt mir da sehr gut. Zumal wir auch gar nicht so viel Rot haben. Kann ich hier eigentlich jetzt an die Leiter springen? Nee, ne? Nee, schade, okay. Macht ja nichts. Fischi, hallo. Ich muss hier überall definitiv noch Leitern dran machen, ne? Dass auch zumindest so aussieht, als wenn was gewickelt ist und nicht nur da hinten. So. Ja, der Opa Zero meinte, ein sehr schöner Anleger. Ja, gut. Ich finde ihn jetzt nicht so schön, aber er hat Potenzial, ne? Er erfüllt seinen Zweck, sagen wir es mal so. So, warte mal, bevor wir wieder stundenlang hin und her laufen, nehme ich gleich mal mit für den Anleger die Deckel. Das muss auch noch ziehen. Ich weiß, das sehe ich immer, dass es zugebaut werden muss. Die hier, ne? Zack, das Geld können wir auch mal mitnehmen. So habe ich gesagt. Und ja, weiß nicht. Ja, es reicht ja auch. Quasi kommt hier noch eine Etage breiter. Das Rot drauf. Und vielleicht dann nochmal so ein kleiner Spitzturm oben mit Rot, wo dann halt wie so ein Leuchtturm drin ist. Könnte man machen. Muss man nicht, könnte man. So, jetzt können wir entscheiden, wollen wir hier diesen Boden nehmen. Oder wollen wir lieber was Edleres und... Wir könnten auch kombinieren. Kombinieren wäre auch vielleicht nicht schlecht. Ich meine, es ist egal, wie wir das legen, weil wenn wir es so legen, ist es trotzdem immer noch so. Von daher, ich glaube, ich würde doch lieber das Schwarzeichenholz nehmen. Natürlich habe ich jetzt keine Schwarzeiche dabei, ne? Macht aber nichts. So, hier ist dann der Eingang. So. Ah, nee, das geht so nicht.
So, es wurde gesagt, die Geschichte mit meinem Vater, ja, theoretisch ja, praktisch nein, ja. Kenne ich ja nicht. So gesehen kenne ich ihn ja nicht. Okay. Jetzt müssen wir natürlich mehr Gerüst bauen. Haben wir hier noch. Okay, das können wir nehmen. Hier können wir rausspringen, ne? Schwupp. Und dann würde ich sagen, machen wir das einfach. Oh. So geht das nicht. Das ist schlecht. Dann müssen wir den tatsächlich von unten, ne? Oh, das ist zu dicht dran. Na, wir lassen das erstmal so. Müssen wir von innen rein, ne? So. Jetzt können wir tatsächlich sagen, wir möchten das. Achso, ich brauche natürlich dann. Ja, logisch. Ich brauche dann natürlich auch wieder Verzierungen. Bauen wir das zweite Stockwerk da drauf. Eigentlich muss da jetzt ein dunkles Fichtenholz hin, oder? Wobei ich ja wie gesagt schon so ein paar Ideen habe. Eigentlich finde ich die Wand, eigentlich finde ich die gar nicht blöd. Pass mal auf. Passet mal auf. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das kann man auch mitnehmen. Und dann arbeiten wir. So. So. Ein glatter Stein, warum nicht? Glatter Stein, warum nicht? Wir haben ja das Problem, dass wir hier seitlich keine Dinger dran machen können, ne? Also hier so. Aber das können wir überbrücken mit dem hier. So, und dann könnten wir das so machen. So, und dann können wir nämlich hier sagen, wir machen das hier auch so. Ups. So. Ja, warum nicht, ne? Na, hier vorne jetzt nicht. So, und gucken wir uns das mal von der Ferne an. Ja, also quasi wie so eine Einfassung. Und dann geht das bis oben. Und oben ist ja dann der rote Bereich, beziehungsweise das nächste Holzelement. Wobei, dann müsste man das eigentlich mit Holz machen, ne? Mit dem hier. Verstärkung. Ups.
Ja, ich weiß. So, ja. Dann wirkt das auch nicht zu bullig, glaube ich. Ja, doch, ich glaube, so ist besser, weil wenn man den auch so seitlich sieht, schimmert ja irgendwann das so durch und dann ja, kann man sich das, glaube ich, besser vorstellen. Und darum würde ich einfach so ein, ja, Holzkopf. Die Verstärkung so. Und hier würde ich wahrscheinlich irgendwie einfach nur tatsächlich vielleicht sogar einfach nur den hier drauf. Ja. Da kommt dann der Balken drauf. Dann würde es, glaube ich, wieder gehen. Ah, doch. So, dann machen wir doch hier. Bin extra dran gesprungen. So. Jetzt ist ein zu niedrig, ne? Ja. Das heißt, wir müssen echt nach ganz unten einen dran setzen. Das finde ich auch ein bisschen komisch. So, dann können wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das war zu viel. Kein Problem. Aber hier hoch, ne? Zack. So. Muss aber laut das Lied wieder, ne? Hallo, wo hänge ich denn? Achso. Oh, wieder runter und dann. Reicht leider nicht bis ganz rum, aber mein Gott. Sind wir zu niedrig, ne? Was essen. Dankeschön. Ich mach mal weiter, ne? Das ist sonst laut. Ding, 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 ding. 1, 2, 3, 4. Passt. Gut. Genau, das hier wollte ich mal wegreißen. Ganz runter wollte ich nicht, aber okay. Dann wollte ich da die hinsetzen, ne? Ja. Ganz gut gemacht. Ganz großes Kino. Hast du sehr gut gemacht, Tomcat. Du bist mal wieder Spitzenreiter im Nichtskönnen. Hopp. So. Gut, die brauchen wir neu. Und ja, von dem anderen Kram brauchen wir auch noch was Neues, ne? Und die Anisek, nur noch Massini ist da. Hallo Massini, an dieser Stelle schöne Grüße.
So, und dann eigentlich immer Sticks. Ich hatte doch, genau. Ja, und komm, hier raus können wir auch welche machen. Zack, 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 zack. Zack, zack, sowas, glaube ich, so, so. Und so, so, ne? Jawohl. Gut. Ja, es wird wieder Nacht. Das heißt, eigentlich ist die Folge vorbei. Aber wir machen ja 15 Minuten. Ja, wir können noch mal 5 Minuten länger. Wir... Wo ist das Bett? Oh, oh. Na, hier ist schon sehr dunkel. Ich glaube, ich verpenne den Tag. Naja, nee, verpenne ich nicht. Bin ich Profi. Hm. So. Gut, es war natürlich wieder voll. Ah ne, hier komme ich hoch. So. Dann müssen wir. Muss ich runter. Upsala. Ich brauche dazu. Genau die da und haben wir schon, okay. Also muss der da weg und der da weg. Denn da kommt dann jetzt der dahin. Und hier kam das so, ne? Genau. Das haben wir ja dann so gelassen. Zack, zack, der da weg, dafür der dahin. Ja, aber klar. So, und wieder der da dran, dann der da dran. Der da dran, der da, der hier weg. Der dahin, der da wieder dran, der da ist schon dran. Ne, ist er nicht, ne? So ist falsch. So, so. Okay. Das sieht man nicht mehr, weil die sich ja verbinden. Huch. Ach ja. So, was man nicht alles hier bedienen muss, ne? Man muss bedienen, bedienen, bedienen. Hallo, ich möchte hier, also manchmal ist das hier mit diesen, manchmal ist das mit diesen Gerüsten echt schon eine Qual. So. 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 Die hier, ich glaube, die lassen wir mal dran, die Platten erstmal, ne? Und hier haben wir das schon. Ja, viel mehr werdet ihr heute nicht sehen. Aber immerhin ging es weiter, ne? Immerhin ging es ein kleines Stückchen weiter. Und mühsam ernährt sich das Erdferkel. Oder so ähnlich. So. Bleibt so, okay. Eine Etage höher, bitte. Zack, zack. So. Achso, jetzt kann ich da natürlich nicht drauf, okay. Aber ist ja gar kein Problem. Wir sind der Trickser und haben unsere eigenen Mittelchen und Wege. Einmal da, einmal da, einmal dort und einmal dort.
Okay, und da kommt jetzt natürlich drauf, das Gebälk. Ich könnte sagen, warte mal, ich könnte das auch so machen, oder? Geht das so? Ja, nee, das sieht blöd aus, ne? Das geht so gar nicht. Ich könnte es aber so machen. Die Ecken, weil da kommen ja dann wieder die Dings dran. Dass die Ecken so eine richtige Verzierungsecke hier so haben quasi, so. Wo die Balken draufstehen. So. Drei und dann kommen ja hier die Balken. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und dann hier der Zwischenbalken. Zack. Irgendwie sieht er. Nee, sah nur so aus. Alles gut. Jetzt habe ich kein Holz mehr, okay. Das kann ja so auch nicht sein. So. Das ist falsch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. So. Und dann können wir eigentlich das Muster dann auch von unten übernehmen. Mit den Steinstufen. So. So. Und dann hat hier die Hafenmeisterei quasi auch die Übersicht über den ganzen Hafen hier, ne? Ja, ihr müsst euch das vorstellen, die sind ungefähr auf dieser Höhe hier. Können dann hier rausgucken. Hier kommt vielleicht links und rechts in jeder Richtung noch so ein Balkon rein oder so ein Überlauf, Stand, wo man halt runter gucken kann. Jo. 22 Minuten sind um. Ich werde jetzt noch ein... Wartet, nee, ich werde hier vorne, werde ich die Seite machen, ne? Hier ist der Boden. Das heißt, Boden. Ein Dings, dann ein Fenster, noch ein Fenster, noch ein Fenster und hier oben wird wieder zu. So, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, wie das Gebälk dann halt am Ende aussieht. Und hier kommt dann halt das Dach drauf. Beziehungsweise hier kommt noch ein kleiner Turm vielleicht hin. So. Dann können wir noch entscheiden, ob wir das möchten, wie hier unten, dass es mit dieses Muster hier übernimmt. So, in der Mitte. Vielleicht hier auch noch. Aber hier ist, glaube ich, ungünstig. Ja, es könnte ungünstig wirken, aber wir sehen, ne? Wir werden es sehen. Ja, es sieht ungünstig aus, weil hier... Okay, dann machen wir das hier an dieser Stelle weg. Aber hier möchte ich es, glaube ich, ganz gerne haben. Allein damit die Optik rauskommt, das ist so ein bisschen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das würde passen, glaube ich. Und hinunter und hinunter. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal von unten an. Und wir sehen, es sieht... Ja, okay aus, sage ich mal. Ne? Da muss wahrscheinlich doch noch irgendwie was hin. Jo. Also da kommt dann noch das Dach, wie gesagt, drauf. Und oben... Beziehungsweise der Turm und dann also vielleicht könnte man das auch so machen. Hier so ein Zaun. Hier dann dieser Turm. Ja. Und das ist natürlich rot dann, ne? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage von dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ciao.